So, wir müssen uns jetzt mal darauf konzentrieren. Das machen wir vielleicht mal irgendwo. Ich muss mir mal einen VNet-Account erstellen. Mal schauen, wie ich das mache am besten. Ich habe nämlich keine Ahnung, Alter. Ich glaube, das funktioniert mittlerweile automatisiert. Ich bin mir aber nur sicher. So ein kleiner Skatepark sogar. So. Ah ja, hier. So, LibertyNet-Account. Manfred24. Ja, klar, Digga. Manfred24, Digga. So. Okay, das hat jetzt sehr einfach funktioniert. Oder jeder und seine Mutter macht eine verfickte Profilbild. Alter Schwede. Oh Gott, nein. Die Bilderscheiße geht wieder los. Frage, wir haben uns einen Alarm reinbekommen. Das Sheriff Department ist nicht erreichbar, aber der Alarm ist in deren Einsatzgebiet. Sollen wir das trotzdem anfahren oder nicht? Können Sie ruhig anfahren, komm. 01 mit dem Drake, das fahren Sie erstmal nicht an. Konzentrieren Sie sich auf das Zuständigkeitsgebiet der Stadt. Wenn das soweit draußen ist, ohne weitere Abstimmung erstmal nicht machen. Ich kläre das mit dem Sheriff's Department, sobald die erreichbar sind. 01 Ende. So. Okay, das haben wir jetzt. Haben wir Immobilienberater schon? Nee. Das heißt, es läuft alles über Mieten. Ja genau, wir haben so Bauchtaschenscheiße und so ist jetzt alles mit drin. Ich denke aber, das ist nichts Neues. So, dann fahren wir erstmal hoch in die Hills und gucken mal, ob wir uns da eine Bude besorgen können. Ja? Ey, die Filter lassen dieses Spiel so viel krasser aussehen teilweise. Ja? Also ich habe jetzt echt einen Sommerfilter integriert, der das Spiel so heftig vibrant macht. Krass. Krasse Mods. Ja, das Problem mit den Mods ist halt leider, dass viele von denen zu tief in das Spiel reingehen und deswegen das Spiel dann ein bisschen schwierig läuft. Wobei GTA jetzt, also GTA sieht aber immer noch insane aus, ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das hier einfach, also ob hier Immobilien gesetzt wurden. Müssen wir mal schauen. Also wenn man überlegt, wie alt dieses Spiel ist, ne? 2012, 2013 rausgekommen. Hier sitzt ein Park Ranger. What the fuck? Cool. Ich glaube, das sind alles Immobilien 31 auch, köstliche Monate. Lächelndes Gesicht. Die nur mit Immobilienmakler weggehen, ne? Es gibt aber keine Markierung hier oben. Ich gehe davon aus, dass das noch gar nicht richtig fertig ist. Ich weiß auch gar nicht, wer die Immobilien macht hier. Alter, guck dir an, wie grün das Gras da ist. Das ist auch krass. Die haben die Texturen komplett hochgefahren, ne? Es gibt aber auch noch nichts, das man hier irgendwie mieten könnte. Na, normalerweise gibt es ja so Eingangstokens, wo man sieht, hey, da oder hier kann man eine Wohnung nehmen. Das sieht man hier oben noch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass das erst kommt. Wie finanzieren sich das schon? Also es gibt eine Menge weirde Finanzierungsprojekte. Also mittlerweile auch sehr viele Pay-to-Cosmetics-Dinger. Also du bezahlst was und dann stellen die dir irgendwie ein Auto hin oder sowas. Dieser Server hat das nicht, da bezahlen die Server-Eigentümer alles. Und ich glaube mir, ich habe denen angeboten, Kosten mit zu übernehmen, weil ich das Projekt sehr, sehr cool finde. Die haben mir aber gesagt, ja, cool, dass du es cool findest, aber es ist uns wichtig, dass wir unabhängig sind und nicht große Streamer bei uns einkaufen. Und das respektiere ich. Die bezahlen also alles selbst, aus eigener Tasche. Einfach nur, weil sie GTA so geil finden. Also große Immobilien gibt es hier oben jetzt nicht. Man kann sich also nicht irgendwie einkaufen oder irgendwelche Benefits oder sowas, was ja auch oftmals ein Problem sein kann. Wegen Vitamin B und so. Aber nö. Keine Donations, gar nichts. Du kannst diesem Server keinen einzigen Cent zukommen lassen. Alles selber bezahlt. Was einzigartig erscheint. Remy hat geschrieben, es gibt alles über die Dings. Oh. Dann muss ich die verfickten Immobilienmakler handeln. Manchmal tauchen die Seitensachen nicht auf. Hotels und Resort. Die haben auch noch kein wirkliches Büro, ha? Stadtverwaltung. Ich fahr mal hier rum. Warte mal, hier ist doch, genau. Hier so eine Bude, Digga?
Bisschen dekadent. Ja. Es muss gelenscht werden. Wer lenschen will, der muss lenschen. Hier scheint auf jeden Fall ein Hotel zu sein. Gott sei Dank muss niemand Life Invader mehr machen, oder? Also diese ganze Social-Media-Account-Sache ist ja automatisch fast. Du bist Chief of Police und kein Drogenlord. Hä? Was hat... Bitte? Ich fand das einen angemessenen Wohnort. Excusez-moi? Es gibt, glaube ich, auch noch nicht so viele Informationen, wo man wie was holt. Also, natürlich auch schon echt early, ne? Ich habe noch eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wo ich mich hin verziehe, weil das ist echt ein schöner Spot. I know. Hier unten die Dinger. Das ist eigentlich gar nicht so uncool. Weil hast du direkt hier unter Zugang zum Strand. Dann müsste man mal gucken, welches man nimmt. Das ist schön hier. Bisschen weniger Farbe. Das sieht so entsättigt aus jetzt. Aber das liegt daran, dass du die ganze Zeit in so einen Gelbstich reingeguckt hast. Das ist so, als hätte die ganze Zeit die Sonne gesehen. Es gibt hier vorne wohl so einen Parkplatz. Genau. Chief muss bei den Brennpunkten wohnen. Alter, habe ich Suizidgedanken oder was? Ja, sowas hier. Aber man kann das halt noch nicht mieten, weil die... weil die ganzen Punkte dafür noch nicht gesetzt sind. Beziehungsweise, dass die Immobilienmakler machen müssen. Aber hier sehe ich mich. Erstmal. Ja, ja. Sehr gut. Ihr habt das ja gestern vielleicht schon mitbekommen, ne? Aber... Das Casino wurde umplatziert hier nach hinten. Also wenn ich jetzt hier hinten durchfahre, ist da hinten die Spielhalle. Oh. Hm. Schwierig, Digga. Hab das System schon gebrochen, Lensch. Du hast gestern schon das... du hast gestern schon Casino-Stream gemacht. Also hier ist schon... Ach scheiße, das ist zu? Digga. Ich brauche einen Pin dafür? Digga, die ganzen Süchtigen hier vorne am Campen. Oh, fuck. Wir haben zwei Cops Geisel genommen und gezwungen, dass die das aufmachen mit dem Dietrich. Alter, einfach süchtig. Einfach fucking süchtig. Einfach Süchtige. Als ob die der Scheiß-Pin aufhält. Was hat sich die Serverleitung gedacht? Weißt du, was die als nächstes machen werden? Die suchen sich gezielt Spieler, die Admin sind und holen sich den Pin. Oh nein. Ich dachte, ich kann euch kurz mal das zeigen. Also auf jeden Fall Roulette, Slots und Blackjack funktionieren im Sync. Das heißt, du kannst dich so zu dritt oder zu viert an so einen Tisch setzen und dann kannst du halt da zusammen diese Gamba-Scheiße machen. Was ich auf jeden Fall auch rausfinden muss, ist, wo wir viele Essen herbekommen. Ah ja, und die Gesetze muss ich langsam auch mal lesen, ey. Damit ich weiß, was wie wo gemacht werden muss. 500 Dutzend Donuts. Ja. 6000 Donuts. Warum fahren die Leute denn schon mit Luxuskarren rum? Wie teuer sind denn Autos? Ich habe jetzt schon gestern schon mal einen Chef da gesehen. Ich glaube, das war auch gerade einer. Digga. Ah ja, genau. Und die Gesetze findet man hier. Schon 24 Stunden Farming, ne? Beschlüsse zur Erlaubnis zur zeitlich begrenzten Vermummung für Einsatzkräfte. Hier, Beschlüsse zur Übertragung des Amtsbefugnis im Bereich des Penal Codes. Constitution Criminal Code wollen wir rein. Vorsätzlich fahrlässiges Handeln, Versuch, Täterschaft, Täter ist eine Straftat, der selbst andere begeht, eine Ausführung beiträgt. Wir haben Straftat, Gemeinschaft wird jeder als Täter bestraft. Ja, okay. Ja, ja. Nichts Außergewöhnliches, ne? Ist fast alles Fischwilderei. Digga, es ist einfach. Hier, Penal Code. Das ist für uns wichtig, weil wir können diese Straftaten allgemein machen.
Penal Code bedeutet, wir dürfen das verkürzte Verfahren machen. Also wenn kein Prosecutor da ist. Wenn kein Prosecutor da ist, dürfen wir das selber machen. Und wenn die verurteilt werden, können die 72 Stunden noch Beschwerde beim Gericht vorlegen. Vermummungsverbot, Hausfriedensbruch, illegaler Umgang mit Schusswaffen, Besitz von Boten gegen Gegenständen, Betäubungsmittelgesetz. Betäubungsmittel. Das kann man sozusagen machen, ohne dass man einen Gerichtsprozess abwarten muss. Was sehr angenehm ist. Ne? Das ist direkt im Gesetz drin. Und ansonsten werden halt ganz normal die Sachen hier durchgesetzt. Traffic Law. Ich glaube, Traffic Law können wir auch durchsetzen. Genau, Ordnungswidrigkeiten. Okay, also grundsätzlich nichts anderes als in Liberty City auch. Es gibt einen Anwalt aktuell. Ich bin sehr... wir können da mal hinfahren. LS Auto Repairs. Ich bin sehr sicher, dass diese Season ein unheimlicher Fokus auf Fahrzeuge gelegt wird. Also dieser andere Fokus. Was ist denn LS Custom Repairs? Auto Repairs. Oder alternativ? Auto Repairs, was kann ich für Sie tun? Ja, Manfred Lenz, Chief of Police. Ich wollte fragen, ob gerade jemand da ist für Gespräche zum Reparaturpaket für die Polizei. Hallo? Hören Sie nicht. Wieso hören Sie mich nicht? Hallo? 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 Vielleicht rufen Sie nochmal an, ich verstehe. Ich fahre einfach vorbei. Ich höre Sie nicht. Hör Sie nicht, kann Sie nicht hören. Hallo? Hallo? Nee, ich war gar nicht. Wenn er dich nicht hört, bringt es auch nichts, lauter zu reden. Lass das mal bitte meine Sorge sein. Guten Tag. Sagen Sie, ich glaube, ich hatte gerade angerufen, aber irgendwie hat die Verbindung einen Knack weg gehabt. Sie sind noch von hier Liberty City Repairs, oder was? Oh, guter Mann, verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie schon. Aber Sie verstehen mich nicht anscheinend. Aber das liegt nicht an mir, Chat, ich schwöre. Aber ich muss mal, ich vertrete mal Gott die Beine. Funkcheck? Check. Sag ich doch, Digga! Oh, hallo. Ah, wunderbar, jetzt höre ich. Ich sag Ihnen. Ja, ich habe Verstopfung in den Ohren wahrscheinlich, oder? Ja, das kann sein. Ich hatte gerade angerufen, ich wollte mal fragen, ja. Ist heute irgendwer da, mit dem man mal sprechen kann wegen Reparaturpaket für Stadt? Ja, das können wir machen. Ich bin der Hans, wer sind Sie denn eigentlich? Ja, ich bin Manfred Lenz, Chief of Police. Wunderbar, ich grüße Sie, Herr Lenz. Ich hatte gestern schon mal mit jemandem gesprochen, ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen geredet habe. Das kann der Jünni gewesen sein, das ist der zweite Chef hier. Ja, alles klar, gut, dann lassen Sie uns mal darüber reden. Ich habe eine ganze Garage voll mit Polizeifahrzeugen, die Wartung brauchen. Ja, ja, ja. Regelmäßig. Und ich plane eigentlich jemanden ein, der die überprüft und ihnen dann immer wieder hin und her fährt. Das heißt, wenn irgendein Fahrzeug defekt sein sollte oder es irgendwas funktioniert nicht, kann es in Ausnahmefällen dazu kommen, dass sie mit ihrem Gerät rausfahren müssen, ne? Ja, ja. Aber grundsätzlich wäre es so, dass wir ihnen die Fahrzeuge vorbeibringen. Und ich will einen Pauschalbetrag haben, den ich ihnen bezahlen kann, monatlich, am besten oder wöchentlich, vielleicht wöchentlich geht auch, dass wir das fertig machen können, damit sie das abarbeiten. Ja, das wäre mir eigentlich auch am liebsten, dann müssen wir nicht so viele Buchführungen machen, nicht wahr? Genau. Wir würden Ihnen das natürlich trotzdem aufschreiben, aber dann haben wir diesen Pauschalbetrag. Und dann, dann ist das alles abgedeckt quasi. Ich habe gehört, Sie haben das schon mal mit dem SD oben gemacht. Aber das sind zwei unterschiedliche Bereiche, also müssten wir gucken, dass Sie das... Was haben Sie da irgendwas angesetzt, wissen Sie das? Ne, wir haben noch gar nichts angesetzt. Also wir haben jetzt erstmal mit einigen Unternehmen hier gesprochen und stellen wir Ihnen. Ja. Wir wollen den gerne eben, ja, wie Sie gesagt haben, so einen Pauschalbetrag reinstellen. Weil, ja, sonst lässt sich das alles gar nicht mehr handeln, ne? Wir sind alle keine Buchhalter. Ja, ja, verstehe. Ja, dann sagen Sie mal eine Zahl. Von wie vielen Fahrzeugen sprechen wir denn? Was schätzen Sie denn? 45? 40? Die in einem Zyklus sind, also es ist jetzt weniger, ich glaube, es geht weniger um die Fahrzeuge, sondern mehr um die Tatsache, dass es durchaus sein kann, dass die Frequenz... Also rechnen Sie damit, dass Sie am Tag durchaus mal
5 bis 10 Fahrzeuge von uns haben. Unter Umständen. Okay. Ich sag mal so, ne? Also die werden ja nicht immer alle komplett Fritte sein, ne? Also ich meine, wenn mal eine Scheibe kaputt ist. Ja, wenn mal eine Scheibe kaputt ist, ja, das können wir auch mal so schnell machen. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Wir machen mal einen Betrag aus, was weiß ich. 30.000 oder sowas im Monat, ja. Dass man das fest ausmacht. Aber ich würde Ihnen sagen, wir machen irgendeinen Vertrag oder irgendeine Vereinbarung. Dass wir das immer nochmal quasi nachjustieren, wie die Frequentierung sozusagen ist. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, das ist mehr oder das ist weniger, dann können wir das anpassen. Ja? Dann ist alles das fair für beide Seiten. Dann lassen Sie uns das nicht auf den Monat machen, sondern lassen Sie uns das doch die Woche machen. Oder von mir aus. Also, auch die dann, Woche. Wenn wir wöchentliche Beträge haben, können Sie doch viel besser und schneller einschätzen, wann was anders ist. Ja, das können wir so auch machen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit Beginn nächster Woche ne? Und sagen wir einfach mal für die Woche 10.000. Okay. So, warten Sie mal. Nehmen wir das hier mal kurz. Rechnen Sie ruhig durch. Ja, ich rechne das gerade. Wie viel das ist oder was Sie brauchen. Und wie viele Angestellte haben Sie denn schon? Ich sag Ihnen, wir hatten gestern gleich 3 neue Angestellte bekommen. Die sind zwar noch Praktikantin, aber die machen sich soweit ganz gut, ne? Und wir gucken dann mal, wie das so ist. Das ist hier ein bisschen fluider alles, ne? Da kommt mal einer, dann geht wieder einer. Verstehe ich, ja. Gut, 10.000 pro Woche startet ab nächste Woche. Genau, ab Montag und dann unterhalten wir uns am Sonntag nochmal. Und gucken, ob das gereicht hat, wo es nicht gereicht hat. Wir können auch kompensieren, wenn es zu wenig war. Es ist einfach, es soll ja auch fair sein. Ja? Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Alles klar. Sind in den 10.000, mein Interesse halber, sind das jetzt reine Werkstattkosten oder sind das auch Abschleppkosten? Weil vorhin hat er einen Mitarbeiter von Ihnen angerufen. Für das ganze Rundum-Sorglos-Paket. Okay, das ganze Rundum-Sorglos-Paket. Wir können da auch, wenn das nicht mehr drin ist, wie gesagt, es geht nicht darum, ich bin eine öffentliche Stelle, ich muss jetzt hier nicht türkischer Bazar spielen. Ja, natürlich. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich denke, das ist ein ganz guter Deal. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, Herr Lensch. Ja. Ich spreche das nochmal mit dem Juni ab, wenn der heute Abend da ist. Und das dann ist der andere Geschäftsführer. Dann machen wir es morgen fest, oder? Und dann können wir da Nägel mit Köpfen machen. Ja? Genau, das gilt dann aber nur für LSPD-Fahrzeuge. Bei dem Sheriff's Department können Sie einen separaten Deal machen. Wunderbar. Okay, also sie hängen nicht so zusammen, dass das zusammen sein muss. Okay, ich verstehe. Genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn sie jetzt hier in der Stadt positioniert sind. Vielleicht gibt es einen Abschleppdienst im Norden, ich weiß es nicht. Nee, wir sind momentan der Einzige und wir haben auch andere Gebühren für Abschleppen vorbei oben in die Palito Bay. Ja, das ist, weil da müssen wir erstmal anfahren. Darum. Unser Zuständigkeitsbereich ist hauptsächlich die Stadt und wir werden selten Fahrzeuge oben haben, vielleicht bei außerordentlichen Einsätzen oder so, aber selten. Verstehe ich. Na gut, dann machen wir das doch so. Dann machen wir das morgen fest. Genau, dann würde ich mich morgen nochmal melden einfach. Und dann, ich glaube, ich habe mit Ihrem Kollegen, Chef schon gesprochen oder mit dem Mitteilhaber, oder Mitinhaber, dass sie, der weiß das auch schon. Alles aber wir gut. haben uns da schon mal gesehen. Ja, wunderbar. Gut, na alles gut. Klar. Das hat mich gefreut, Herr Lensch. Ich kann Ihnen leider nur einen Schluck Wasser anbieten, mehr haben wir da drinnen nicht. Nö, machen brauchen Sie nicht. Wunderbar. Na, gut, dann bis morgen. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. 10.000, 15.000 die Woche ist für so eine... Also es hängt davon ab, ob Price nochmal Polizist sein will. ich glaube, das ist spielt eine große Rolle. Ja. Aber bei Price mache ich dann wahrscheinlich so einen Sakata-Medil. Sie tragen das erstmal selbst und wir gucken mal, was passiert. Ah, die Taxizentrale. Officer sind auch unterwegs. Also ich muss sagen, dafür, dass das der erste Tag war und dann der zweite, ich hatte schon chaotischere erste Tage. Ja, das war schon alles sehr... lief schon gut. Was ist denn hier? Feuer. Achso, ein Tattoo, ne? Tattoo-Laden. Oh, shit. Das ist eine gute Sache. Warte mal. Ah. Perfekt, Digga. Darum muss ich... Warte mal. Wie fahre ich das? Tätowierung mit W?
Ja. Police Officer dürfen keine sichtbaren Tätowierungen tragen. Die Uniform muss diese Stellen überdecken können. Tja, wir sind hier nicht in Berlin. Tja, es ist nicht Berlin. Habe ich Tätowierung so falsch geschrieben, Chat? Wie schreibt man Tätowierung? Ist das... Also Tattoo ist, glaube ich, richtig, aber Tätowierung, ich habe das Gefühl, das ist richtig falsch. Ihr schreibt es auch alle anders, Digga. Ey, hat mir null geholfen. Aha. Was? Ich glaube, so schreibt man das. Tatsächlich schreibt man das so. Das sieht echt scheiße aus, aber es schreibt man wohl so. Okay. Das wird für. Uff. Das ist. Uff. Das wird schwierig. Das ist nicht Berlin, Digga. Das Opfer sagte, dass dieser Herr Red, den er hier beschuldigt, in der Leitstelle angerufen hat, zu kommen. Es war ein dubioser Anruf bei der Leitstelle, aber ich habe keinen Zusammenhang, wie das vor Ort jetzt zusammenhängt. Das müssen Sie da leider rausbringen. Gut, Strafe 3, Sozium 4, Strafe 3, Ende. Apo-RED, ja. Der Allerechte ist unterwegs? Red? The fuck? Oh Gott. Der kriminelle Hase, oder was? Jetzt belügt der Sektor. No. Wie schnell kann man sich listen lassen, als der Gerichtsvollzieher RP machen? Mr. Red, wir sind's vom Gewerbeamt. Wir haben da einige Fragen an Sie. Mr. Red, das ist die Gerichtsvollzieher von der Krankenkasse. Machen Sie die Tür auf. Okay. Ich muss immer noch Restaurants finden, die uns beliefern können. Das werde ich direkt mal gerade als Aufgabe ins PD geben. Wer mich kratzt, dann werde ich aber großartig. Ganz wild, das sage ich Ihnen. Chief, howdy, Sir. Abend, Chief. Oh, Chief, ich grüße Sie. Guten Abend, haben Sie mal auf die Uhr geguckt, wie spät das ist? Naja, so sind wir heute schon von sehr vielen Leuten in der Stadt begrüßt worden. Ach so, guten Abend, okay. Ja, richtig, diese scheint irgendwie Tradition in der Stadt zu sein, jeder sagt Abend. Ich brauche mal jemanden, der über den Tag verteilt bis morgen alle möglichen Restaurants kontaktiert, damit wir eine Zusammenstellung machen können bezüglich Essen bestellen. Gut, da wir gerade hier stehen, nehmen wir den sauren Apfel einfach mit, gar kein Problem. Übernehmen wir. Genau, machen Sie mal eine Liste von Möglichkeiten, wo wir Ansprechpartner haben. Vielleicht auch, wenn Sie hatten ja vorhin schon jemanden Kontakt mit jemandem vom Chili-Chef oder so. Ja, das ist richtig. Und wir brauchen halt hier Lebensmittel. Ja, verstehe. Sir, ich habe tatsächlich eine Frage an Sie. Sind wir befugt, im Norden oder im nahen Bereich des Nordens im Dienst mit Streifenwagen zu fahren? Naja, also wenn Sie mal Ihre Fallkarte rausgucken, dann schauen Sie mal so. Machen Sie mal so einen leichten, alles über den Hills. Nehmen Sie mal die Hills als, also diesen See da, als Distanz zur Stadt. Ne? Okay. Und anhand der Straße Mario Drive. Ja. Das ist bei 652. Die Distanz zur Stadt. In einem leichten Bogen um die Stadt herum. Das ist so unser Zuständigkeitsgebiet. Okay. So. Gut. Alright, das heißt sowas wie das Observatorium, da schicken wir schon die Sheriffs hin. Das ist unseres. Warte mal, ist das Observatorium? Das liegt da drüber. Ja, nee, das würde ich, glaube ich, noch mit reinnehmen. Aber ich werde dafür mal eine Karte anfertigen, damit Sie wissen, wie das aussieht. Ja, denn tatsächlich ist es so, dass der Herr, der eben das Chili geliefert hat, aus dem Norden kommt. Hm. Ich hatte gefragt, ob wir vorbeikommen wollen und da haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob das so in Ordnung ist. Natürlich, was wollen Sie denen sagen, dass die nicht in die Stadt fahren dürfen, weil die aus dem Norden kommen? Nein, dass wir da hinfahren dürfen im Dienst. Er sagte, wir sollen im Dienst zum Essen vorbeikommen. Ah, ja gut, das ist ja, ich verstehe. Das war jetzt die Frage, ob wir halt quasi, wenn wir da nichts Diensthandlungsmäßiges machen, auch so hin können, was Essen holen zum Beispiel. Ja, das ist das sollte kein Problem sein, aber es geht halt eher um Einsätze anfahren im Norden. Ne? Ja, gut. Ja, right. Wenn sich das auf die Einsatzlage begrenzt, dann ist das ja kein Problem. Ich werde mal, dazu mal eine Grafik anfertigen, damit Sie sehen können, wie der Sektor ist unseres Radius, unseres Zuständigkeitsgebietes. Verstehe. Nur damit die Leute das wissen. Ich mache das gleich mal fertig. Wir haben uns gerade mit ein paar Dingen beschäftigt, als wir auf Streife gewesen sind, Sir, und werden hier in der Stadt
festgesetzten Personen die Rechte vorgelesen oder entfällt das komplett? Sie können den Leuten immer die Rechte vorlesen. Aktuell haben wir da keine Grundlagen für. Es ist wichtig, dass die wissen, worauf sie sich berufen und können. Wieder einen Monat vorbei. Aber das, also ich muss Ihnen jetzt hier keine Miranda-Warnung abverlangen. Sie können sowas machen, wenn Sie sich sicher sein wollen. Allerdings ist es wichtig und richtig, dass die Leute im Rahmen, wenn sie Tatverdächtige sind oder sowas, oder unten irgendwie vor den Zellen stehen, kurz davor sind, dass die zumindest mal einen Anwalt einrufen können und sowas. 944, steht alles auf dem schwarzen Brett. 944, gut. Wunderbar. Diesbezüglich ist der Ablauf sehr spezifisch, ne? Lesen Sie sich das durch. Wann welche Punkte eingetreten, da gibt es richtige Szenarien, ja? Verstehe. Das am schwarzen Brett haben wir durchgelesen. Ja, also wann welche, wenn Staatsanwälte da sind, was man denn macht, wenn man die nicht erreicht, wann man mich anruft, was passiert, wenn man mich nicht erreicht, all so Sachen. Ja, gut. Das ist sehr detailliert. Ich mache jetzt erstmal die Karte fertig. Ich habe noch eine Sache. Sie hatten ja so ein paar Punkte an schwarze Brett geschrieben und mir ist gestern aufgefallen, dass viele Kollegen einfach in den Dienst geschmissen wurden. Ja. Natürlich dem Umstand geschuldet. Ja. Wenn Sie wollen, würde ich so einen kleinen Willkommen im Dienst Leitfaden schreiben. Das ist das, wo die Sachen drinstehen. Das ist das, worauf diese Information hinauskommt. Das müssen Sie nicht machen, das ist das, was ich gerade mache. Wunderbar, alright. Ja. Was ich jetzt machen muss, ist, ich mach mal. Das ist sozusagen der Sektor. So. Als Zuständigkeitsgebiet würde ich das nennen. Ich könnte auch das hier noch mitnehmen. Ich denke, das macht mehr Sinn. Ja, so würde ich das, glaube ich, rudimentär machen. Ich glaube, das ist okay. Ich werde das Bild noch ein bisschen croppen, damit das hier nicht drüber zieht, damit das ein bisschen kleiner wird. Das ist kein Problem, aber das ist doch gut, wenn man hier oben die Infos hat und dann ist hier unten die Zuständigkeit. Nun eins mit einer Information für alle Beamten. Wir haben ein Abbild eines Zuständigkeitsbereiches jetzt in den Akten hinterlegt. Schauen Sie aufs schwarze Brett, damit Sie rudimentär wissen, wie der Zuständigkeitsbereich oder Zuständigkeitsgebiet aussieht. 01 Ende. Schon wieder scheiß rudimentär, Digga. Wer ist dieser Rudi? Rudi wieder. Digga, ich sag öfter rudimentär als ApoRed-Opfer. Das ist wirklich schlecht.